Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich im Namen des Max-Delbrück-Zentrums hier zur Eröffnung des Käthe-Beutler-Hauses auf dem Campus Berlin-Buch. Ich freue mich ganz besonders, die Bundesforschungsministerin Anja Karliczek zu begrüßen, den regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, unsere Aufsichtsratsvorsitzende am MDC, Veronika von Messling, den Vorstandsvorsitzenden der Charité und guten Kollegen Hajo Krömer. Allow me to switch to English. Also a warm welcome from my side to all members of the Beutler family, which are also participating in this event. A warm welcome from my side. Nice to see you. Ich möchte auch begrüßen den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Berlin, Gideon Joffe. Und nicht zuletzt möchte ich auch die Architekten begrüßen, die diesen wunderschönen Bau, in dem wir jetzt stehen, erdacht haben, Alexander Koblitz und Tim Kleier. Und ich möchte auch die beiden Künstlerinnen begrüßen, Candy Lenk und Anna Brockmann, die schöne Dekoration, die wir hier in diesem Haus haben, gemacht haben, erdacht haben und dieses Haus damit schöner machen. Ich möchte auch die vielen Vertreter des BMBF und der Senatskanzlei von Berlin begrüßen, natürlich auch alle Mitarbeiter von Charité, BIH und MDC und allen befreundeten wissenschaftlichen Einrichtungen. Wir treffen uns hier, um dieses neue Forschungsgebäude auf dem Campus Buch zu eröffnen. Es ist eine Gemeinschaftsproduktion mit dem Berliner Institut für Gesundheitsforschung. Wir freuen uns darüber sehr, weil dieses Gebäude sozusagen die in Beton gegossene privilegierte Partnerschaft demonstriert, die wir mit dem BIH eingegangen sind. Und wir schauen mit dieser privilegierten Partnerschaft und mit dem Inbetriebnehmen dieses Gebäudes, dieser Partnerschaft mit großer Freude entgegen und wünschen allen, die hier arbeiten, sehr viel Freude beim Arbeiten in diesem Gebäude. Dieses Gebäude und diese Aktivitäten werden auch den Campus verstärken. Der Campus hofft auch, ein guter Gastgeber für das BIH zu sein. Und wir, das Max-Delbrück-Zentrum, wie auch das Institut für molekulare Pharmakologie, das ECRC, das Experimental and Clinical Research Center und auch der Biotech-Campus nicht zuletzt, werden gute Gastgeber für die Aktivitäten in diesem neuen Gebäude sein. Jetzt möchte ich aber das Wort weitergeben an die Bundesforschungsministerin Anja Karliczek und für ein Grußwort, worüber wir sehr glücklich sind, und anschließend an den regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, der auch ein paar Grußworte sagen wird. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, tu was. Das war einer der Lieblingssätze der Kinderärztin und Forscherin Dr. Käthe Beutler. Nach diesem Motto hat sie Zeit ihres Lebens gehandelt. Käthe Beutler war eine bemerkenswerte und eine sehr, sehr starke Frau. Wir ehren sie heute in ganz besonderer Weise. Das neue Forschungsgebäude des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung in der Charité, liebevoll auch BIC genannt, das wir hiermit am Campus Buch eröffnen, heißt nach ihr Käthe Beutler Haus. Sicherlich werden wir bei der heutigen Eröffnung noch viel von Käthe Beutler und ihrem Lebensweg erfahren. Und ich möchte daher nur das rausgreifen, was mich besonders beeindruckt hat. Käthe Beutler begann in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts ihre berufliche Laufbahn als Kinderärztin in der Charité. Und später hatte sie dann ihre eigene Kinderarztpraxis in Berlin. In dieser Zeit war das für eine mehrfache Mutter alles andere als selbstverständlich. Und mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten waren Käthe Beutler und ihre Familie Ausgrenzung und Verfolgung ausgesetzt, denn sie waren jüdischen Glaubens. Käthe Beutler erkannte früh, dass sie handeln musste, um ihre Familie und sich in Sicherheit zu bringen. Getreu ihrem Motto „Tu was“ entschied sie sich schnell dafür, mit ihrer Familie aus Deutschland zu fliehen. Nur dadurch konnten sich die Beutlers retten und sich in den USA eine neue Existenz aufbauen. Und auch in den USA war Käthe Beutler wieder als Kinderärztin tätig. Und auch hier musste sie sich wieder gegen Vorurteile durchsetzen. Sie war eine der wenigen Frauen, die einen Arztberuf ausübten. Sie war Jüdin, sie war Fremde und Englisch war nicht ihre Muttersprache. Aber sie hat es geschafft und ist unbeirrt ihren Lebensweg gegangen. Käthe Beutler ist daher Vorbild. Und das eben auch in der heutigen Zeit. Gerade für junge Forscherinnen, aber eben auch für Schülerinnen und Studentinnen, die in die Wissenschaft gehen wollen. Käthe Beutler ist ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, warum ich immer wieder sage, wir brauchen mehr weibliche Rollenvorbilder in Wissenschaft und Forschung. Ihre Entschiedenheit, ihre Durchsetzungsfähigkeit
und ihre Weitsicht verdienen größten Respekt. Indem sie das neue Forschungsgebäude nach Käthe Beutler benannt haben, wird diese Anerkennung nun in sehr guter Art und Weise umgesetzt. Mit dem Käthe-Beutler-Haus ist am Campus Berlin-Buch ein topmodernes Forschungsgebäude entstanden, das jetzt in die Nutzung überführt wird. Und wir als Bund haben an dieser Stelle gerne uns an den Kosten für diesen Neubau beteiligt und 26,2 Millionen Euro von ungefähr 29 Millionen Euro Gesamtkosten übernommen. Was ist eigentlich das Besondere an diesem Gebäude? Das Käthe-Beutler-Haus wird die Forschung in Berlin verbinden, sowohl räumlich als auch inhaltlich. Das Käthe-Beutler-Haus ist architektonisch als offener und auch als flexibler Forschungsbau konzipiert. Und daher können sich hier Forscherinnen und Forscher eng miteinander vernetzen und räumlich gut zusammenarbeiten. Das Käthe-Beutler-Haus wird auf dem Campus Buch auch die Verbindung zwischen dem BIC zum Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin, dem MDC, sein. Damit wird das Käthe-Beutler-Haus die Verknüpfung und Kommunikation zwischen diesen Einrichtungen erleichtern, und zwar in ganz praktischer Hinsicht. Zum Beispiel wird der Austausch von Forschungsdaten und die gemeinsame Nutzung von Proben zwischen den Partnern am Campus Buch ohne lange Wege möglich gemacht. Aber das Käthe-Beutler-Haus soll auch in inhaltlicher Art verbinden. So soll die Technologieplattform, die im Erdgeschoss des Käthe-Beutler-Hauses entsteht, nicht nur vom BIC, sondern auch vom MDC und von der Charité genutzt werden können. Im Käthe-Beutler-Haus wird vor allem die vaskuläre Biomedizin angesiedelt sein. Das ist ein Querschnittsbereich der biomedizinischen Forschung, der von großer grundsätzlicher Bedeutung für die Gesundheitsforschung ist. Und das ist auch ein weiteres verbindendes Element des Gebäudes. Und nicht zuletzt soll das Käthe-Beutler-Haus nicht nur von den Forschenden des BIC alleine genutzt werden, sondern es wird ein wesentlicher Bestandteil der privilegierten Partnerschaft zwischen dem Max-Delbrück-Zentrum sein. Und daher werden hier Arbeitsgruppen aus beiden Einrichtungen ganz eng miteinander arbeiten. Ich gratuliere dem Käthe-Beutler-Haus, darf mich bei allen ganz, ganz herzlich bedanken, die diesen Bau verwirklicht haben. Und ich wünsche dem Berliner Institut für Gesundheitsforschung in der Charité, dem MDC und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Käthe-Beutler-Haus ganz viel Erfolg und natürlich auch für die gemeinsame Zukunft am Campus Buch. Lassen Sie sich bei Ihrer Arbeit anstecken vom unbeirrten Lebensmut der Namensgeberin Ihres neuen Gebäudes und im besten Sinne vom Lebensmotto Käthe Beutlers: Tu was, inspirieren. Herzlichen Dank. Frau Ministerin Karliczek, meine Damen und Herren, im vergangenen Juli standen wir noch gemeinsam auf dem Dach des ATEZ, um das Richtfest für das BIH-Gebäude in Berlin-Mitte zu feiern. Damals verabschiedeten wir uns mit der Perspektive auf ein Wiedersehen zur Eröffnung des Käthe-Beutler-Hauses in Berlin-Buch. Nun ist es soweit und ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam, wenn auch nur digital, die Eröffnung des Käthe-Beutler-Hauses feiern können. Wir tun das in einem Jahr, das wir in Würdigung der 200. Geburtstage der Forschergrößen Virchow und Helmholtz unter die Überschrift Wissensstadt Berlin 2021 stellen. Und wir tun das damit im Bewusstsein um eine große Wissenschaftstradition unserer Stadt, die wir zugleich als Zukunftsauftrag verstehen. Dazu passt die heutige Eröffnung des Käthe-Beutler-Hauses ganz hervorragend. Es ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf der Mission des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung, aus innovativer Forschung Gesundheit für die Menschen zu machen. Zum 1. Januar dieses Jahres ist das Berliner Institut für Gesundheitsforschung als dritte Säule neben Universitätsklinikum und medizinischer Fakultät Teil der Charité geworden. Mit diesem Schritt ist eine vom Bund finanzierte Forschungseinrichtung erstmalig Teil einer Universitätsklinik geworden. Das stärkt den Transfer zwischen medizinischer Forschung und Praxis und kommt den Patientinnen und Patienten zugute. Ich danke dem Bund und Frau Ministerin Karliczek für die gute Zusammenarbeit und das große Vertrauen in den Wissenschaftsstandort Berlin. Das BIH ist auf einem sehr guten Kurs. Mit Professor Baum hat ein renommierter Forscher und ausgewiesener Wissenschaftsmanager die Leitung des BIH übernommen. Die operative Umsetzung des Integrationsprozesses steht kurz vor dem Abschluss. Und dank der engen Einbindung der Personalvertretung ist ein guter Übergang von fast 400 Beschäftigten gelungen. Auch die wissenschaftliche Entwicklung läuft sehr gut und wird durch das Käthe-Beutler-Haus weiteren Schub erhalten. Die unmittelbare Nähe zum international renommierten Max-Delbrück-Zentrum, zum gemeinsamen MDC-Charité-Forschungszentrum sowie zu den auf dem Campus gelegenen Ambulanzen
ermöglicht eine besonders enge Zusammenarbeit zwischen den Partnern am Campus Buch. Das Beutlerhaus nimmt in der privilegierten Partnerschaft des MDC mit dem BIH und der Charité eine wichtige Brückenfunktion ein. Ihre gemeinsamen Forschungsaktivitäten im neuen Fokusbereich vaskuläre Biomedizin sind von großer wissenschaftlicher, gesundheitspolitischer und gesellschaftlicher Bedeutung und finden nunmehr ideale Rahmenbedingungen. Einen besseren Ort hätte man für das Vorhaben somit nicht finden können. Der Forschungs- und Technologiepark Campus Buch kann als Impulsgeber für unsere Brain City Berlin gleich mehrere Vorzüge in die Waagschale legen, so die hohe Dichte an exzellenten Forschungseinrichtungen und die erfolgreich gewachsene Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft, die bald durch das neue Gründungszentrum Berlin BioCube weiter gestärkt wird. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass der neue Forschungsbau den Namen von Käthe Beutler trägt. Es freut mich, dass zwei Mitglieder ihrer Familie, darunter der Medizin-Nobelpreisträger Bruce Beutler, ihre Teilnahme für die heutige Eröffnung zugesagt haben. Ich heiße Sie im Namen der Stadt Berlin herzlich willkommen und würde mich freuen, Sie nach der Pandemie auch persönlich hier begrüßen zu dürfen. Das Berlin von heute macht sich durch seine Wissenschaftsfreiheit, seine Weltoffenheit und seine Kooperationskultur einen Namen und auch dadurch, dass es Forscherinnen und Forschern aus aller Welt einlädt, Teil einer internationalen Wissenschaftsgemeinschaft zu werden. Es ist mir als Wissenschaftssenator und regierender Bürgermeister sehr wichtig, dass dabei medizinische Spitzenforschung und Spitzenversorgung engmaschig verknüpft sind und die Menschen in unserer Stadt und weit über die Grenzen Berlins hinaus von dieser Dynamik profitieren. Ich wünsche allen Beteiligten weiterhin gutes Gelingen, sowohl bei der gemeinsamen Forschung als auch bei unserem großen Projekt Gesundheitsstadt Berlin 2030. Berlin ist der richtige Ort, um auf die Medizin der Zukunft zu setzen. Ich freue mich, dass wir bei diesem Ziel mit Ihnen gemeinsam an einem Strang ziehen. Herzlichen Dank und alles Gute. Ja, vielen, vielen Dank für diese Grußworte, sowohl von Frau Karliczek als auch von Michael Müller, wofür ich mich ganz herzlich bedanke. Und damit möchte ich überleiten zu meiner geschätzten Kollegin. Ja, vielen Dank, Herr Sommer. Auch von mir ganz herzlich willkommen im Namen des BIH. Und wir möchten uns nun einmal das Gebäude selbst anschauen, das es heute einzuweihen gilt, das Käthe-Beutler-Haus. 3 Jahre hat es gedauert, bis hier in Berlin-Buch ein Gebäudeteil der ehemaligen Krebsklinik renoviert und mit einem Neubau verbunden wurde und so das Käthe-Beutler-Haus entstanden ist. Damit Sie es alle auch einmal in Augenschein nehmen können, auch wenn Sie nur zu Hause am Bildschirm sitzen, hat Felix Petermann vom MDC einen kleinen Film über unseren Neubau gedreht, den wir jetzt anschauen können. Bitte sehr, Film ab. Mit dem Käthe-Beutler-Haus eröffnen wir das erste Gebäude des BIH auf dem Forschungscampus Berlin-Buch. Das Gebäude verbindet die Bestandsgebäude des ECRC und stellt eine Art Ringschluss dar. Wie zentral das Thema Translation hier ist, sieht man schon am Foyer des Gebäudes. Das Foyer wurde mit dem Neubau errichtet und dient nicht nur als Eingang für den Neubau des KBH, sondern auch als Zugang für das ECRC, die Forschungsambulanzen der Charité und die Räume der nationalen Kohorte des MDC. Ein Foyer ist Begegnungsstätte und Innovation braucht Begegnungen. Als Forscher kann man sich leicht im Elfenbeinturm in Details verlieren, aber durch den Patientenkontakt wird uns die Bedeutung unserer Aufgabe täglich bewusst. Wir bauen hier den Fokusbereich vaskuläre Biomedizin zwischen MDT und BIH auf. Blutgefäße sind im Fokus, sie durchdringen alle Organe und sind von zentraler Bedeutung für Funktion, aber auch für Erkrankungen. Käthe Beutler hat ja auch häufig gesagt, tu etwas. Ich finde es ein ganz wunderbares Motto, weil es letztendlich umschreibt, dass wir die Herausforderungen der Zukunft aktiv angehen müssen und sie ergreifen müssen. Und genau das wollen wir hier im Käthe-Beutler-Haus ermöglichen. Das Haus wurde vom Berliner Architekturbüro Kleier Koblitz Letzel Freivogel entworfen. Wir haben eine Gesamtfläche von 3000 Quadratmetern. Diese bietet ca. 200 Mitarbeitern Platz für die Arbeit. Die Gesamtkosten beliefen sich auf ca. 24 Millionen Euro netto. Den Kern des Käthe-Beutler-Hauses
bilden die Laborbereiche im Zentrum des Gebäudes mit den dazugehörigen vorgelagerten Auswertezonen für die Wissenschaftler. An der Südseite befinden sich die Büros der Gruppenleiter. An den Schnittstellen dieser beiden Bereiche wurden die Orte für die informelle Kommunikation angeordnet, um eine Verbindung zwischen den Gruppenleitungen und den Wissenschaftlern herzustellen. Holger Gerd und ich haben uns bewusst entschieden, das Labor anders zu organisieren. Nicht nach Abteilung, sondern nach Funktionseinheiten, um so Wissenschaftlern Interaktionsmöglichkeiten zu bieten und den Austausch von Technologie und Erkenntnissen zu unterstützen. Wir sind jetzt wieder im Erdgeschoss. Hier befinden sich große innenliegende Räume, in die ab Anfang April die Technologieplattform bestehend aus den Massenspektrometern und Sequenzern einziehen werden. Diese unterstützen die Wissenschaftler bei ihrer täglichen Arbeit. Ich bin Mitglied des Künstlerteams Borgmann-Lenk zusammen mit der dänischen Bildhauerin Anna Borgmann. Und wir haben hier für das MDC ein Kunstwerk entwickelt, was wir hier gerade im Foyer aufbauen. Das Kunstwerk trägt den tollen Namen Orakel. Was spannend dabei ist, dass in der Wissenschaft und in der Kunst eigentlich der Blick des Betrachters entscheidend ist, was man wirklich sieht, was man versteht. Am meisten freue ich mich über das lebhafte wissenschaftliche Umfeld in Berlin. Die verschiedenen Disziplinen, die hier insbesondere am Campus Buch vorhanden sind und die einem ungeahnte Möglichkeiten in Zukunft bieten werden. Translation an sich bedeutet übersetzen. Hier wollen wir wirklich aus der grundlegenden Erkenntnis der biologischen Prozesse gemeinsam in Richtung Anwendung arbeiten. Ja, jetzt haben Sie einen kleinen Eindruck gewonnen über unser neues Gebäude und nun freuen wir uns auf ein gemeinsames Grußwort der drei beteiligten Institutionen hier am Käthe-Beutler-Haus. Das ist zum einen Thomas Sommer, der wissenschaftliche Vorstand des Max-Delbrück-Zentrums. Professor Christopher Baum ist der Vorsitzende des Direktoriums des Berlin Institute of Health. Und Axel Pries ist der Dekan der Charité. Sehr geehrte Bundesforschungsministerin, liebe Frau Karliczek, sehr geehrter regierender Bürgermeister von Berlin, lieber Herr Müller. Sehr geehrte Familie Beutler, sehr geehrter Herr Dr. Joffe. Wir stehen jetzt hier in einem Gebäude, für das wir 2018 den Grundstein gelegt haben. Und jetzt ist das ein beeindruckendes Haus, wo auf 3000 Quadratmetern Grundlagenforschung, klinische Forschung, Technologieplattformen und Translation unter einem Dach vereint und integriert werden. Es handelt sich hier tatsächlich um das erste eigene Gebäude unseres noch jungen Berlin Institute of Health, ein schickes Laborgebäude, das nun fertiggestellt und mit Leben erfüllt wird. Daher ist die heutige feierliche Eröffnung des Käthe-Beutler-Hauses für uns am BIH eine besondere Freude. Dass wir es gemeinsam mit dem MDC einweihen können und auch gemeinsam betreiben werden, zeigt unsere besonders enge Verbundenheit mit dem Max-Delbrück-Zentrum als unserem privilegierten Partner. Und unmittelbar angrenzend liegt hier das ECRC, das Experimental Clinical Research Center, in dem die Charité Forschungsambulanzen unterhält und gemeinsam mit dem MDC und künftig auch mit uns klinische Studien durchführt. Damit sind alle drei Partner, für die Herr Sommer, Herr Pries und ich hier stehen, unter einem Dach verbunden und werden eng zusammenarbeiten. Forschende, ärztlich tätige Patientinnen und Patienten werden sich künftig hier begegnen. Mitten durch dieses Gebäude verläuft übrigens die Grenze zwischen Berlin und Brandenburg. Da passt es gut, dass auch im Käthe-Beutler-Haus täglich die Grenze zwischen Grundlagenwissenschaften und klinischer Anwendung überschritten werden sollen. Inhaltlich wird es um die translationale vaskuläre Biomedizin gehen, also um die Erforschung der Blutgefäße und die Übertragung dieser Ergebnisse in die Diagnose und die Therapie von Erkrankungen. Die Namensgeberin dieses Hauses spielt für uns eine sehr wichtige Rolle. Käthe Beutler studierte ab 1917 als eine von ganz wenigen Frauen damals an der Charité Medizin, promovierte auch erfolgreich
und war während ihrer Weiterbildung zur Pädiaterin wissenschaftlich tätig. Später übte sie ihren Beruf als Kinderärztin in eigener Praxis hier in Berlin aus. Dann musste sie als Jüdin unter den Nazis fliehen und ging mit ihrer Familie in die USA. Sie hat auch dort als Ärztin gearbeitet und hat ihren Forschergeist oder Forscherinnengeist weitergegeben. Ihr Sohn Frederik wurde ebenfalls Wissenschaftler, der Sohn Ernest ein führender Hämatologe und ihr Enkel Bruce erhielt 2011 den Nobelpreis für Medizin für seine Forschungen auf dem Gebiet der angeborenen Immunität. Frederik und Bruce sind heute unter uns, darüber sind wir sehr froh und zusammen mit vielen anderen Familienmitgliedern und werden uns und sich an ihre Mutter und Großmutter erinnern, worüber wir uns sehr freuen. An der Würdigung der Geschichte von Käthe Beutler waren mehrere Forscherinnen und Forscher des MDC und der Charité beteiligt. Bei denen wollen wir uns hier ganz herzlich bedanken, allen voran Thomas Kammertöns. Ja, und so stehen wir jetzt in diesem beeindruckenden Forschungsgebäude, dem Käthe-Beutler-Haus. Und wir freuen uns, dass unsere Zusammenarbeit mit dem MDC ein erstes Zuhause erhält. Ein Zuhause, das mit seiner großzügigen Gestaltung und offenen Räumen fruchtbare Begegnungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des MDC, der Charité und des BIH ermöglichen wird. Ein Zuhause, was mit seiner exzellenten technischen Ausstattung und den Laborstrukturen die allerbesten Voraussetzungen für eine exzellente translationale Forschung für Patientinnen und Patienten ergibt. Und ein Zuhause in bester Nachbarschaft neben dem MDC und dem Experimental and Clinical Research Center, dem ECRC, und dem Leibniz-Forschungsinstitut für molekulare Pharmakologie, dem FMP, sowie Kliniken und Biotechnologieunternehmen hier am Wissenschafts- und Biotechnologie-Campus in Berlin-Buch. Ein Zusammenwirken wirklich vieler Kräfte hat dazu beigetragen, dass wir heute diesen Bau an die Wissenschaft übergeben können. Und stellvertretend für alle Beteiligten möchte ich mich ganz herzlich bei unserer Bundesforschungsministerin Anja Karliczek sowie dem Bundesbildungsministerium und Forschungsministerium bedanken und beim regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, und dem Land Berlin für die jederzeit wohlwollende und tatkräftige Unterstützung. Ein ganz besonderer Dank geht noch einmal an die Familie Beutler, dass wir mit diesem Bau hier an Käthe Beutler erinnern dürfen. Im laufenden Wissenschaftsjahr 2021, das von Rudolf Virchow und Hermann Helmholtz, von Helmholtz geprägt ist, ist das Gedenken an andere bedeutende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für uns ein ganz besonderes und wichtiges Zeichen. Auch, dass Dr. Joffe als Vorsitzender der jüdischen Gemeinde hier online anwesend ist, erfüllt uns mit großer Freude. Ja, und wenn ein neues Haus eingeweiht wird, dürfen seine Schöpfer nicht vergessen werden. Wir danken deshalb ganz herzlich den Architekten Alexander Koblitz und Tim Kleier vom Architekturbüro Kleier, Koblitz, Letzel, Freivogel für diesen wunderbaren modernen Forschungsbau. Wir würden den gerne zeigen für alle Leute, aber leider unter den pandemischen Bedingungen ist das heute nicht möglich. Wir bedanken uns bei der Bauabteilung des MDC, bei Ralf Streckwall und insbesondere bei Juliane Körner, ohne deren Engagement dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre, sowie bei Ludmila Borisienko, die die Planung und Ausführung des Baus von BIH-Seite hervorragend begleitet hat. Ja, in der Tat bedauern wir sehr, dass wir nicht mit Ihnen gemeinsam die klug gestalteten neuen Räume erkunden können. Umso mehr wünschen wir den zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern, dass sie sich hier rasch einleben und ihre Forschung im regionalen, nationalen und internationalen Austausch erfolgreich vorantreiben werden. Der Name Käthe Beutlers steht genau für diese Mission und auch dafür, dass die gewonnenen Erkenntnisse möglichst vielen Patientinnen und Patienten zugutekommen werden. Das passt auch bestens zum Leitmotiv unseres Berlin Institute of Health: Aus Forschung wird Gesundheit.
Wir danken der Familie Beutler noch einmal gemeinsam herzlich für ihre Zustimmung zu der ehrenvollen Namengebung und wünschen dem Käthe-Beutler-Haus eine lange Zukunft als hervorragender Ort der international vernetzten und patientenorientierten Wissenschaft. Vielen Dank für diese Grußworte aus dem Max-Delbrück-Zentrum, dem Berlin Institute of Health und der Charité. Und nun möchten wir zu denjenigen kommen, die hier tatsächlich einziehen werden in das Käthe-Beutler-Haus, den Forscherinnen und Forschern. Zugeschaltet sind uns nun Dr. Jennifer Kirwan, sie leitet die Core Facility Metabolomics, Dr. Philipp Mertins ist Leiter der Core Facility Proteomics und Professor Holger Gerhardt und Professor Michael Potente vertreten den Schwerpunkt Vaskuläre Biomedizin, also die Forschung an Blutgefäßen, ein Forschungsschwerpunkt von BIH und vom MDC, deren Teams hier im Käthe-Beutler-Haus zusammenkommen werden und sich bestimmt schon sehr auf den Umzug freuen. Habe ich recht, Herr Gerhardt? Ja, unbedingt. Sie können mich hören? Ja, gut. Wir können Sie sehr gut hören. Ich sitze hier nur ungefähr 100 Meter in unserem jetzigen Gebäude, aber wir freuen uns alle außerordentlich, in das neue Gebäude einzuziehen. Denn es soll ermöglichen, wirklich zusammenzuarbeiten, sehr eng mit den interdisziplinären Forscherinnen und Forschern unter einem Dach, wo nicht nur geplanter wie heute, sondern einfach auch der zufällige Austausch unheimlich die Forschungsaktivitäten bereichern wird. Herr Potente, Sie sitzen ja nicht nur 100 Meter entfernt mit Ihrem Team, sondern Sie sind ja erst vor kurzer Zeit ans BIH aus Frankfurt berufen worden und sitzen da, glaube ich, auch noch mit Ihren Teams. Ja, das ist vollkommen richtig. Im Moment bin ich ja noch neu in der Berliner Wissenschaftslandschaft und auch mit noch betraut, den Umzug zu organisieren. Dennoch ist die Aussicht, jetzt in ein so tolles Gebäude einziehen zu dürfen und insbesondere den Schwerpunkt vaskuläre Biomedizin gestalten zu dürfen, natürlich ein unheimlicher Ansporn und Motivation für die Zukunft. Herr Gerhardt, die Forschung an Blutgefäßen ist ein Kernthema am MDC und auch am BIH, unter anderem deshalb, weil so viele Krankheiten mit Blutgefäßen zusammenhängen. Schlaganfall und Herzinfarkt fällt einem sofort ein, wenn man an Blutgefäße denkt, aber es sind auch Krankheiten wie Diabetes, Augenerkrankungen oder Nierenkrankheiten, die mit durch Blutgefäße verursacht werden. Und in jüngster Zeit hat ja sogar die Forschung gezeigt, dass auch die Covid-19-Erkrankung dann besonders schwer verläuft, wenn die Blutgefäße mit betroffen sind. Das ist richtig. Aus meiner Sicht als vaskulärer Biologe mit Kontakten zu Medizinern ist das nicht überraschend, weil Blutgefäße schon seit langem bekannt sind als ein zentraler Bestandteil der meisten Erkrankungen. Sie verbinden jedes Organ, sind wichtig für alle Wachstumsprozesse, für die Immunantworten. Und gerade diese Covid-Erkrankung, die Pandemie, zeigt nicht nur vom Infektionsgeschehen, sondern vom epidemiologischen Verlauf, dass die Patienten, die besonders Vorschädigungen haben in den Blutgefäßen, sogenannte Dysfunktionen, dass die besonders hart getroffen werden von dieser Erkrankung. Und jüngste Arbeiten zeigen, dass selbst die neuronalen Ausfälle im Gehirn auch auf die Blutgefäßveränderungen zurückzuführen sind. Also ein hochspannendes Thema und wir hoffen, wir können besser zum Verständnis und in Zukunft auch zur Therapie dieser Blutgefäßdysfunktion beitragen. Ja, Herr Potente, auch die aktuelle besorgniserregende Nebenwirkung der AstraZeneca-Impfung hat ja möglicherweise etwas mit Blutgefäßen zu tun. Zumindest tritt sie auf in Blutgefäßen im Gehirn. Ja, Sie sprechen ja vermutlich die Sinusvenenthrombosen an, die ja im zeitlichen Zusammenhang mit einer Covid-19-Impfung von AstraZeneca aufgetreten sind. Nun, das ist zwar eine seltene Komplikation, die sich zwar in Blutgefäßen ereignet, jedoch scheint den jüngsten Erkenntnissen nach das keine
Ursache zu sein, sondern einfach der Ort, wo die sich manifestiert. Primär scheint es, sagt jüngsten der Befunden, eine immunologische Reaktion zu sein, die dazu führt, dass sich als Folge auf die Impfung Antikörper bilden, die dann Blutplättchen aktivieren. Und diese Antikörper führen dann zu einer Verklumpung der Blutplättchen, die dann eine sogenannte Sinusvenenthrombose zur Folge hat. Ein ähnliches Phänomen kennt man jetzt zum Beispiel auch schon bei der heparin-induzierten Thrombozytopenie, das heißt, es ist ganz ähnlich. Und somit ist es auch erklärbar, dass ein solches Phänomen im Rahmen seiner Impfung auftreten kann. Mhm. Herr Gerhard, das BIH hat schon vor einiger Zeit eine große Studie aufgelegt, die sogenannte B-LOVE-Studie, die Berliner Longtime Observation of Vascular Events Studie. Bei der geht es darum, Patienten, die ein bestimmten vaskuläres Ereignis, also eine Erkrankung ihrer Blutgefäße hatten, über eine sehr lange Zeit zu beobachten. 10.000 Patientinnen und Patienten sollen rekrutiert werden. Worum genau geht es bei dieser B-LOVE-Studie? Das ist in der Tat eine hochgradig spannende Studie, weil sie unter dem Schlagwort eine Kohorte, fünf Erkrankungen, wirklich die Zusammenhänge zwischen Gefäßerkrankungen, die sich in unterschiedlichen Organen manifestieren, untersuchen will. Auch das Risikopotenzial, ist eine Erkrankung in einem Organ ein Risiko für weitere Erkrankungen. Davon geht man heute aus. Aber die genauen Zusammenhänge, welche Patienten sind davon betroffen, wie können wir das auch mit Biomaterial aus den Patienten genauer bestimmen, die Patienten stratifizieren, damit wir sie besser personalisiert therapieren können und auch Prävention ermöglichen. Das soll gemeinsam untersucht werden mit einer großen Gruppe von Medizinern und Wissenschaftlern. Und wir sind daran aktiv beteiligt. Das ist hochgradig spannend und einzigartig. Mhm. Ziel ist es also zum Beispiel vorzubeugen, wenn man einen Schlaganfall hatte, dass man dann nicht auch noch einen Herzinfarkt oder wenn man Diabetes erkrankt ist, dass man nicht auch noch eine Augenerkrankung bekommt, weil das alles zusammenhängt. Und der Zusammenhang ist tatsächlich in den Blutgefäßen begründet? Ja, ganz genau. Das kann man wohl mit Sicherheit heute schon so sagen. Gerade der Diabetiker hat vorgeschädigte Blutgefäße. Wir arbeiten sehr aktiv an verschiedenen Modellen, um die genaue Schädigung des Endothels zu charakterisieren. Und wir versuchen dabei, wir versuchen dabei, die genauen Zusammenhänge festzustellen, wie jetzt eine Erkrankung zum Beispiel in einer Niere dazu führen kann, dass vielleicht das Endothel im Gehirn geschädigt wird, etc. Mhm. Sie selbst sind kein Mediziner, sondern Biologe und erforschen die allerkleinsten Blutgefäße, die Kapillaren. Ich habe mikroskopische Aufnahmen aus Ihrer Forschung gesehen. Es ist sicherlich auch die Ästhetik dieser Blutgefäße, die Sie interessiert, aber vielleicht ja nicht nur. Nicht nur. Es ist in der Tat wunderschön und ich selber arbeite sehr, sehr viel mit Mikroskopie. Manchmal sagen wir, seeing is believing, also was man sieht, das entscheidet. Aber vor allem interessiert uns grundlegend, wie diese kleinen Kapillaren aufgebaut sind, wie sie sich organisieren über die Entwicklung, aber wie sie auch die Anpassungsfähigkeit behalten, die so essentiell ist für alle physiologischen Aspekte in unserem Leben, auch über die Frage, wie wir altern. Diese Anpassungsfähigkeit der Blutgefäße erscheint wirklich ein ganz zentrales Thema zu sein. Und wir wollen verstehen, wie die einzelnen Zellen, die so ein komplexes Konstrukt bilden, wie die den richtigen Platz finden, die richtige Funktion. Und wie sich diese Zellen auch anpassen können. Dabei ist ganz entscheidend zu verstehen, ob wir therapeutisch davon ausgehen müssen, ganz spezifische, differenzierte Zellen immer an die richtige Stelle zu kriegen oder ob wir mehr von einer generischen Entwicklung ausgehen können. Leider ist nicht genügend Zeit. Ich könnte Ihnen mehr dazu erzählen, aber vielleicht reicht das schon mal als Anstoß. Genau. Ja. Herr Potente, auch Sie erforschen die Kapillaren. Sie finden insbesondere den Einfluss des Stoffwechsels auf diese Blutgefäße spannend. Können Sie da vielleicht mal ein Beispiel nennen, wo dieser Einfluss des Stoffwechsels auf die Blutgefäße eine besondere Bedeutung hat? Jetzt hören wir Sie gerade nicht, Herr Potente. Vielleicht müssen Sie noch mal auf Ihr Mikrofon. Entschuldigung. Jetzt, ja.
Ja, sehr gerne. Hintergrund dessen ist, dass Wachstum und Umbau von Blutgefäßen eng an den Stoffwechsel des Gewebes gekoppelt sind, das sie versorgen. Also ganz egal, ob es sich zum Beispiel um ein physiologisches Organ handelt oder auch eine krankhafte Anomalie wie ein Tumor. Das beste oder klassische Beispiel dafür ist wahrscheinlich ein Sauerstoff- oder nährstoffunterversorgtes Gewebe, das dann eine Bildung von neuen Gefäßen anregt. Nun, unsere Forschung versucht zu verstehen, welche Mechanismen dieser Kopplung, dieser metabolischen Kopplung zugrunde liegen. Und wir interessieren uns in diesem Zusammenhang insbesondere für die Zellen der Gefäßinnenwand, den sogenannten Endothel. Jüngste Erkenntnisse aus der Wissenschaft zeigen, dass Veränderungen im Stoffwechsel dieser Zellen ganz wesentlich für die Funktion von Blutgefäßen sind und dass auch Veränderungen Krankheitsprozesse antreiben können. Und Sie sind ja von Hause aus Kardiologe, Herzspezialist, also Mediziner. Und damit haben Sie ja vermutlich auch das Ziel, eines Tages therapeutisch eingreifen zu können. Haben Sie da schon eine Idee? Ja, das ist natürlich eine ganz zentrale Triebfeder unserer Arbeiten. Unsere derzeitigen Arbeiten sind noch sehr stark grundlagenforschungsorientiert, gemäß dem Motto, dass die Erkenntnis der Anwendung vorausgeht. Dennoch versuchen wir bei allen Befunden, die wir in Modellorganismen erheben oder auch in Zellkulturen, immer zu versuchen, die Frage zu stellen, was bedeutet dies? Und hierzu suchen wir insbesondere den Kontakt mit Kollegen, nicht nur aus dem eigenen Feld, sondern auch mit Kollegen in anderen Disziplinen, weil häufig die Innovation gerade an diesen Schnittflächen entsteht. Gemäß dem Motto, ja, dass man neue Kontakte suchen muss, um Translation zu ermöglichen. Und wir denken, dass hier das BIH, die Charité und das MDC das ideale Umfeld bieten, solche Translationserfolge in Zukunft zu erzielen. Ja, dann mal ganz herzlichen Dank, Herr Professor Gerhard und Herr Professor Potente, für den Einblick in die vaskuläre Biomedizin. And now we switch to English and continue with Dr. Jennifer Kirwan. She is heading the core facility metabolomics, and her interest lies in studying metabolites, that is, the small chemical compounds that the body makes. The complete set of these metabolites in a biological sample, such as a cell, is known as the metabolome. Jennifer, I can imagine that there are quite a few metabolites in the human body. How can you look at them, all of them, at the same time? Well, it's challenging. And because it's challenging, we are a very multidisciplinary team and quite specialized in what we do. And I'm representing a much larger group of people who are working on this. Metabolites represent a very wide range of physical and chemical properties. So we have some metabolites that dissolve in water and others that don't. Some are larger than others. And we're also dealing with quite a large dynamic range. So that is that some metabolites are quite highly concentrated in a biological sample and some are at very trace levels. So we need very specialist equipment. We use instruments called mass spectrometers. They're very specialist weighing scales to give you an analogy. But a lot of our time is actually spent in taking the signals that these mass spectrometers produce and then trying to interpret them, process them, characterize what we're seeing. And then we use very advanced statistical and modeling methods to try and distinguish healthy from diseased, for example, or the change in a patient over time. Okay, and the concentration and the composition of metabolites play a major role in health and disease. Can you give us an example? Well, a very simple example would be one that everyone is very familiar with, and that's that in diabetics, you tend to have very high levels of blood glucose or blood sugars. This is a very exciting area of research for metabolomics at the moment. And we've got previous research that has shown that, for example, branched chain amino acids, acyl-carnitines, and aromatic amino acids are all contributing to the pathology
behind this disease and could in fact in the future be used as predictive biomarkers of who may develop diabetes in the future. We ourselves are looking at diabetic complications and using our research in metabolomics to try and look at why certain complications are developing in certain individuals and not in others. Okay, so Jennifer, a major objective of the BIH is precision medicine. And you once told us that the knowledge of the current state of metabolites in the body might be of major importance for this objective, for the precision medicine. Why do you think so? That's right. I do believe that metabolites and metabolomics is a vital tool in our key to cracking the idea of precision medicine. And one of the reasons is that metabolomics is one of the most objective ways we have of measuring the so-called phenotype of the individual. So this is the sum total of the genetics of a person, but also their environment, their diet, and what's of increasing interest is what we call the microbiome. So this is the so-called friendly and sometimes less friendly bacteria that make up a large part of us. Okay, so thank you, Jennifer, for this view into metabolomics. Und jetzt kommen wir zu Herrn Mertins. Auch er untersucht große Mengen kleiner Moleküle gleichzeitig. In ihrer Core Facility Proteomics geht es um Eiweiße, um Proteine. Auch sie möchten sie in ihrer Gesamtheit erfassen. Was ist so spannend daran? Ja, Proteine sind so spannend, weil wenn man unsere 20.000 Gene im Menschen betrachtet, sind diese hauptsächlich die Baupläne für Proteine. Und diese sind molekulare Maschinen und Strukturkomponenten, die für die meisten Funktionen in Zellen verantwortlich sind. Sie leiten zum Beispiel Wachstumssignale weiter oder auch Verstoffwechselmetabolite, wie wir gerade von Jennifer Kiemann gehört haben. Unsere Massenspektrometrie-Technologie eignet sich hervorragend dafür, diese Proteine und deren Aktivitätszustände zu bestimmen. Ich habe zum Beispiel mit Kollegen in den USA im Broad Institute in Boston Methoden entwickelt, um Signalwege in Immunzellen zu untersuchen, für die Bruce Beutler mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Und da passt es sehr, dass wir jetzt im Käthe-Beutler-Haus genau die gleichen Methoden nutzen können, um Signalwege in Gefäßen, Blutgefäßen mit Michael Potente in Zukunft untersuchen können. Als Core Facility arbeiten Sie ja mit ganz verschiedenen Gruppen zusammen und unterstützen diese bei ganz verschiedenen Projekten. Geben Sie uns ein Beispiel. Ja, mit Proteomics und unserer Technologie können wir eine Brücke zwischen der Grundlagenforschung und der klinischen Forschung schlagen. Hier am Campus Buch erreichen uns klinische Proben von allen Standorten der Charité, die wir im hohen Durchsatz vermessen können. Wir arbeiten zum Beispiel sehr viel mit Klinikern und Ärzten des Deutschen Herzzentrums Berlin zusammen, um in klinischen Herzbiopsien molekulare Pathways zu untersuchen und können diese dann auch direkt mit zielgerichteten Tiermodellen vom Forschern des MDCs vergleichen, um zu einem Herzerkrankungen tiefer zu verstehen und zum anderen auch bessere diagnostische und therapeutische Verfahren in Zukunft entwickeln zu können. Was da besonders interessant ist, ist auch diese Forschung mit Corona-Forschung zu verknüpfen. Und ein Projekt, auf das wir uns sehr freuen, das auch sehr spannend wird, wird in Kollaboration mit Wolfgang Kübler und Holger Gerhardt ablaufen, indem wir die Effekte von Corona-Infektionen auf die Blutgefäße, auf der Proteinebene genauer untersuchen werden. Mhm. Um diese Gesamtheit der Proteine zu untersuchen, ebenso wahrscheinlich wie Frau Kirwan die Gesamtheit der Metabolome zu untersuchen, der Metaboliten, haben Sie ja wahrscheinlich einen ganz eindrücklichen Maschinenpark, wie ich mir vorstellen kann. Große Geräte, die automatisiert viele Moleküle gleichzeitig messen. Passen alle Geräte ins Käthe-Beutler-Haus? Haben Sie genügend Platz? Platz ist genügend da. Also wir haben unsere Geräte, können wir sehr gut umziehen und werden hoffentlich ab Mai, Juni voll in Betrieb sein im Käthe-Beutler-Haus. Aber da ist sogar noch Platz für mehr. Also das Käthe-Beutler-Haus ist ein wunderbarer Ort für Omics-Wissenschaften mit viel Platz für Maschinenhallen. Und wir freuen uns hier natürlich sehr, mit unseren Kollegen des BIH, der Charité und des MDC in Zukunft zusammenarbeiten zu können. Wir widmen uns der Namensgeberin unseres neuen Gebäudes, Käthe Beutler. Wir haben ihr zu Ehren eine Gedenktafel erstellen lassen,
die wir nun enthüllen werden. Genauer gesagt werden das Professor Christopher Baum und Professorin Heike Grassmann vornehmen. Heike Grassmann ist die administrative Vorständin des MDC und dazu begeben wir uns nun kurz nach draußen vor das Gebäude. Ja, es ist uns eine große Ehre und auch Freude, vor allem im virtuellen Raum die Familie Beutler auch begrüßen zu dürfen zu diesem ganz besonderen Tag. Ja, die neue Forschungsstätte trägt den Namen einer ganz besonderen Frau, einer fortschrittlichen, ehrgeizigen, starken und klugen Frau, Käthe Beutler. Oder so wie es der Tagesspiegel heute auch titelte, einer Berliner Medizinpionierin. Und wir haben das große Vergnügen, ja, diese Ehrentafel auch heute enthüllen zu dürfen. Und ich möchte Ihnen vorlesen, was hier geschrieben steht. Dr. Käthe Beutler, geborene Italiener, kam 1896 in Berlin zur Welt. 1918 gehörte sie zur zweiten Generation von Frauen, die an der Charité Medizin studierten. Im Jahr 1923 promovierte sie und 1924 erhielt sie ihre Approbation. Im Jahr 25 heiratet sie ihren Kollegen Alfred Beutler. Die Ärztin entschied sich für die Pädiatrie und publizierte zur Behandlung der angeborenen Syphilis mit Salvarsan, einem Arsenpräparat. 1927 eröffnete sie ihre eigene Kinderarztpraxis. Ab 1933 geriet die jüdische Familie unter den Nazis zunehmend unter Druck und floh 1935 schließlich in die USA. Dort legte Käthe Beutler ihr amerikanisches Staatsexamen ab und praktizierte bereits ab 1937 in ihrer eigenen Praxis. Nach dem Tod ihres Mannes zog sie 1962 nach Kalifornien, wo zwei ihrer Kinder lebten und wo sie nach einem erfüllten Leben im Jahr 1999 im Alter von 102 Jahren starb. Ihren Forscherinnengeist gab sie weiter an ihre Kinder und Enkel. Bruce Beutler erhielt 2011 den Nobelpreis für Medizin für seine Arbeiten über die Aktivierung des angeborenen Immunsystems. Ja, vielen Dank an Professorin Heike Grassmann für das Verlesen des Textes und das wunderbare Erinnern an eine bemerkenswerte Frau, unsere Namensgeberin heute. Und jetzt habe ich die große Freude, ihren Sohn Frederik Beutler und ihren Enkelsohn Bruce Beutler ankündigen zu dürfen, die an ihre Mutter und Großmutter Käthe Beutler erinnern werden. At this point, I would like to take the opportunity to welcome all of the Beutler family. Ich wünsche, dass ich diese Rede auf Deutsch halten kann, aber 86 Jahre nach meiner Auswanderung ist das nicht mehr möglich. Ich muss nun auf Englisch weitersprechen. I am Dr. Beutler's firstborn. Born in 1926, I was named Friedrich Joseph. In America, I am known as Frederick and am usually called Fred. My siblings, Ernest and Ruth, are deceased, but 10 second-generation descendants are here, as well as numerous members of the third-generation descendants and even some of the fourth. Let me first thank those who made this wonderful occasion possible. There are too many to acknowledge individually, but special thanks go to Professor Thomas Comerterns. I and all my family own special gratitude to Professor Hildebrand. Her scholarly and yet readable research publications gave me many new insights regarding my mother's life. I was especially impressed that early in her career, and unbeknownst to me, my mother had been an effective researcher. I sometimes jokingly said that Professor Hildebrand knew more about my mother than I did. Nevertheless, I would like to offer some special
personal insights regarding my mother. My mother was a doer. Her family was wealthy, and it would have been easy to follow existing custom by simply staying home prior to finding a suitable husband. She could have dabbled in art or developed her considerable musical talent. Instead, she undertook demanding medical studies, following these with assisting a famous physician researcher and finally opening her own practice. I am more of a dreamer, and one of my earliest memories involved my getting dressed very slowly because my mind was elsewhere. Mutti, which was what we called her, came in and said, "Two etwas." After my father died, she was the glue that held the family together. Many of her grandchildren who loved her, as well as some of her great-grandchildren, are with us on this festive occasion. Even in her old age, she gave piano lessons to her grandchildren, as well as to children in the neighborhood. And at the same time, she deplored that she was so old that she no longer could be productive. I also think of my mother as a Stoic. In Berlin, we had several servants in an opulent apartment. But as soon as we emigrated to America without complaints, she perforce became a housefrau in a modest flat, caring for her husband, Alfred, as well as myself and my siblings, Ernie and Ruth. Her brother, Carl, to whom she was devoted, was murdered by the Nazis at the Mauthausen slave labor camp. But her grief was very private, and she told me about it only years later. After my father died in 1962, she moved to California. She said she had always hated Milwaukee, where we lived, for over 25 years. This came as a surprise to me because not once had she complained. When nearing 90, she was hospitalized for a minor stroke, and x-rays showed that the head of her femur was crushed, but she had never complained, even though it must have been painful for several years. Being a Stoic means that my mother seldom expressed strong emotions. But after she died, I came into possession of a handwritten journal. Its contents brought me to tears. For in this journal, which exclusively covered the first year of my life, she freely expressed all the love she had for me, her very firstborn. Thank you so much, Professor Beutler, for your moving words about your mother. And now it is my great honor and my pleasure to welcome the grandson of Käthe Beutler, Bruce Beutler, who is mentioned on the memory plaque for being awarded with the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2011 for his discoveries in the field of inflammation and native immunity. He will also share his memories of Käthe Beutler, who, as you will hear, has been of significant importance for his scientific career. Professor Beutler, the stage is yours. Thank you. Käthe Beutler was beloved by all 10 of her grandchildren. She was our link to the past, with nearly four decades of memories about life in Germany reaching back to the 19th century.
My first meeting with her that I can remember took place around 1960 or 1961, when I was about 3 years old. She and my grandfather were visiting us in California, and they were walking with me along a residential road not far from my home. They spoke to each other in German and to me in heavily accented English. I heard a metallic ping on the pavement behind me, turned around to look, and saw that a silver dollar had been dropped, which I picked up. At once, I heard another ping again behind me and realized my grandfather was dropping these silver dollars. There were 9 of them in all, each dropped behind me as I scrambled to pick them up. "It's raining silver dollars," he said. My grandmother corrected him. "No, it's not raining dollars. That cannot be. Either you gave them to him, or we must turn them in to the police because they don't belong to us." She disapproved of deceptive games with small children. She was generally indulgent with her grandchildren, but mainly when we were small. She was strict when we were a bit older. She had little patience for immature behavior on the part of young adults, or for tardiness, laziness, unreliability, or especially dishonesty. After my grandfather died, she came to live in Southern California for several years, in Sierra Madre, which bordered my own family's suburb of Arcadia. She lived in a small house with a nice garden to which she was attentive, often growing vegetables for herself. My brother's sister and I liked to spend weekends with her, and visits were arranged in rotation, one of the 4 of us per weekend. On those occasions when we were young, she spent endless patient hours playing board games, card games, dominoes, and in my case, since I didn't like these games very much, taking me to the zoo, the Arboretum, the Descanso Gardens, Busch Gardens, and Bailey's Canyon, where the 2 of us went for long walks when she was still able to do so. She loved classical music and was a skilled pianist. For a time, she gave piano lessons to children in her neighborhood. In general, she always tried to encourage children to learn. To cite one example, we sometimes spoke about history and different cultures. Perceiving that I might have a nascent interest in cultural anthropology, she gave me the book Civilization by Kenneth Clark, which she praised as a book for your entire lifetime. She knew too that I was particularly interested in biology and especially in animals and their behavior. This prompted her to give me the book King Solomon's Ring by the Nobel Prize winning ethologist Conrad Lorenz. Further, knowing of my particular fascination with birds, she bought me a pair of zebra finches when I was 6 or 7 years old, making it clear that they were mine, but caring for them at her house for several years until my parents were willing to let me bring them home. She generally tried to nurture interests and stimulate learning among all her grandchildren in this way. She avoided spoiling us with praise, but she showed admiration for scientists, artists, and human intellectual achievement of all kinds. This certainly motivated us. When asked why she had become a physician, my grandmother answered, "To be useful." I once asked her the more specific question as to why she had become a pediatrician. A summary of the reply would be that she found children aesthetically pleasing, enjoyable to care for, and there was the prospect of helping them much more than was often possible with adult patients. We were all beneficiaries of this viewpoint. We admired our grandmother because she was honest, even brutally honest sometimes, classically educated, articulate, sympathetic to young people, even if she was strict with them, and closely aware of current events, even when she was very old. We saw her as a strong person who always tried to do good, even in a world that had been particularly harsh toward her. If she were here today, she would be delighted and undoubtedly very much surprised to find the Charité is naming a Käthe Beutler house in her memory. We are proud that her exemplary life is being recognized by this esteemed institution, which played a formative role in her professional career.
Thank you so much, Dr. Bruce Beutler, for being with us today and for your words. Ja, meine Damen und Herren, es ist unfassbar, welche großen Verluste menschlich, aber auch wissenschaftlich die Verbrechen der Nazi-Herrschaft für Deutschland bewirkt haben. Umso wunderbarer ist es, dass wir heute in Freundschaft miteinander verbunden sind. Denn Wissenschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich von vermeintlichen Grenzen nicht einschränken lässt. Vor diesem Hintergrund freut es uns auch ganz besonders, dass Dr. Gideon Joffe, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde zu Berlin, nicht gezögert hat, als wir ihn um ein Grußwort anfragten zur Eröffnung unseres Käthe-Beutler-Hauses. Herr Dr. Joffe, wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind und freuen uns nun auf Ihre Ansprache. Sehr geehrte Damen und Herren, Familie Beutler, ich freue mich sehr, dass mir die Gelegenheit gegeben wird, an diesem wunderbaren Tag dieses schöne Haus mit Ihnen gemeinsam einweihen zu dürfen. Viele behaupten, wir leben heute in verrückten Zeiten. Corona in der Tat lässt viele Menschen verzweifeln. Aber die wirklich verrückten Zeiten liegen etwa 80 Jahre hinter uns. Das waren Zeiten, die sind aus heutiger Sicht einfach unvorstellbar. Und umso mehr freut es mich, wie sehr sich die Welt doch gewandelt hat. Käthe Beutler war gezwungen, Deutschland zu verlassen. Heute kehrt ein Teil von Käthe Beutler zurück. Mit der Namenseinweihung ist sie ein weiteres Mitglied Deutschlands geworden. Wir sind überzeugt, dass aus diesem Haus wunderbare Entwicklungen in die ganze Welt hineinwirken werden. Und es wird nur eine Frage der Zeit sein. Ich vermute, in den nächsten 10 bis 20 Jahren, bis wieder ein Nobelpreis im Namen Käthe Beutlers verliehen werden wird. Insofern wünsche ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Erfolg, viel Geduld und natürlich auch, halten Sie das Andenken Käthe Beutlers hoch. Wir sind überaus glücklich, dass Sie das heute auch im Namen der jüdischen Gemeinschaft getan haben. Alles Gute, vielen, vielen Dank. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Joffe, für diese schönen Ansprache und für diese freundlichen Worte für unser neues Gebäude. Wir haben damit fast das Ende unserer kleinen Feier erreicht und möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, aus diesem Online-Event eine würdige Einweihungsfeier werden zu lassen. Wir freuen uns nun auf das Schlusswort von Andrea Runo. Sie ist die administrative Direktorin des BIH und damit für sämtliche Bauten des BIH zuständig. Frau Runo, Sie haben das Wort. Danke. Sehr geehrte Frau Ministerin Karliczek, sehr geehrter Herr Bürgermeister Müller, liebe Familie Beutler, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn auch als letzte Rednerin, so möchte ich Sie ganz herzlich zur Eröffnung des Käthe-Beutler-Hauses begrüßen. Mit dem Käthe-Beutler-Haus auf dem Forschungscampus in Berlin-Buch eröffnen wir das erste eigene Gebäude des Berlin Institute of Health in der Charité. 3 Jahre hat es gebraucht, bis dieses Haus fertiggestellt werden konnte. Im August 2017 mussten wir zur Herstellung der Baufreiheit zunächst Abbrucharbeiten tätigen. 10 Monate später dann konnten die Rohbauarbeiten starten. Der Beginn der Ausbauarbeiten war geplant für den Dezember 2019. Aber so manches andere verzögerte sich aufgrund der überhitzten Marktsituation in und um Berlin und wegen des einen oder anderen Problems mit bauausführenden Betrieben. Nun aber sind alle diese Sorgen hinter uns und wir können mit dem Bezug des Hauses zügig beginnen. Der Neubau fügt sich zwischen 2 Bestandsgebäude ein und verbindet diese miteinander. Er bildet aufgrund seiner Lage an der Nordostecke den Auftakt für den Campus. Das Gebäude selbst steht auf der Landesgrenze von Berlin und Brandenburg und ist, wenn man so will, der Auftakt von Berlin.
Das Foyer, in dem wir uns hier befinden, ist für das Gebäude von zentraler Bedeutung, denn es bildet gleichzeitig den Eingang zu den Ambulanzen der Charité, dem ECAC und den Räumen der NACO des MDC. Hier treffen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Patientinnen und Patienten, Probandinnen und Probanden. Und im Sommer soll hier auch noch ein kleines Café eingerichtet werden. Im Käthe-Beutler-Haus finden jetzt Forscherinnen und Forscher aus der vaskulären Biomedizin und zwei Technologieplattformen auf mehr als 3000 Quadratmetern beste Arbeitsbedingungen. Zugleich eröffnet sich die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit der transnationalen Forschung des Experimental and Clinical Research Center von Charité und MDC. Wir erwarten daraus wissenschaftliche Erkenntnisse auf höchstem Niveau. Neben den Büros, den Seminarräumen und den Treffpunkten der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind die Labore das Herzstück des Gebäudes. Die erforderlichen Auswerteplätze sind separat angeordnet. Die Büros der Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter liegen an der Ostseite des Gebäudes, dort, wo die Sonne aufgeht. An den Verbindungen zwischen den Laboren und den Büros liegen die Orte der informellen Kommunikation und die Teeküche. Bei den Auswertebereichen und den Kommunikationsorten haben wir ein besonderes Augenmerk auf eine gute Akustik gelegt. Die gesamte Decke besteht aus Schallschluckelementen. Geschluckt hat das Gebäude auch eine hübsche Summe Geldes. Es sind insgesamt mehr als 24 Millionen Euro. Deshalb sind wir auch unseren Zuwendungsgebern Bund und Land Berlin zu besonderem Dank verpflichtet, denn sie haben uns das Geld dafür zur Verfügung gestellt. Ein herzlicher Dank geht auch an alle Kolleginnen und Kollegen der Betreuungsreferate sowie der Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden, die uns wirksam unterstützt und konstruktiv in diesem Projekt begleitet haben. Wir danken natürlich auch den Architekten und den beteiligten 37 Ingenieurbüros und Gutachtern, die an der Planung, Ausführung und Begutachtung der Baumaßnahme beteiligt gewesen sind. Und natürlich danken wir auch den bauausführenden Betrieben, vor allem da, dass sie im Zeit- und im Allgemeinen im Kostenrahmen geblieben sind. Trotz zahlreicher Schwierigkeiten ist das Käthe-Beutler-Haus doch ein sehr sehenswertes Bauprojekt, was wir beziehen können. Das BEH hat keine eigene Bauabteilung und wir sind deshalb sehr froh, dass wir uns der Hilfe des bewährten Teams von Ralf Streckwall vom MDC bedienen durften. Hier insbesondere möchte ich die Projektleiterin des MDC, Juliane Körner, nennen, die schon wieder an einem neuen, wichtigen Projekt arbeitet. Sie wird in Kürze Mutter und ich habe heute gerade erfahren, dass sie vergangene Woche einen kleinen Sohn Peter entbunden hat. Also dann auch nochmal auf diesem Weg ein herzliches Dankeschön und alles Gute, toi, toi, toi. Und last but not least möchte ich mich auch ganz herzlich bei Ludmila Borisenko vom BIH bedanken. Bei ihr liefen in unserem Haus alle Fäden zusammen. Ihnen allen und denen, die ich aus Zeitgründen hier nicht namentlich erwähnen konnte, ein ganz herzliches Dankeschön. Sie haben mit dazu beigetragen, dass dem BEH mit diesem Gebäude deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen zur Verfügung stehen, die es unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ermöglicht werden, signifikante Forschungsbeiträge auf dem Gebiet der Blutgefäßforschung zu leisten. Gehen Sie es beherzt an. Viel Erfolg in Ihrem neuen Haus, dem Käthe-Beutler-Haus. Danke.